Da hätte ich mir jetzt irgendwie die Möglichkeit gewünscht, zumindest einen Unentschieden bekommen. So, kann ich den Käfer einfach so nehmen? Huch. Das muss dieser Knackkäfer sein, den die Kirchenmäuse vermissen. Na gut, komm, ekliger grüner Käfer. Knack, knack. Ich glaube, der gehört Ihnen, oder? Oh, du hast ihn gefunden. Unser süßer kleiner Sonnenschein ist wieder da. Junior, freust du dich? Diese Karte habe ich gefunden. Hey! Eine Quartettkarte gefunden. Seltsam, oder? Ich schenke sie dir. Die ist so gruselig, die kauft eh keiner. So, aber dann jetzt zum Baum unseren ersten Zauberspruch lernen. Was geht denn hier vor? Mir stehen die Körper zu, denn ich habe ihn entdeckt, aus dem Gefängnis seiner Existenz befreit und für uns urbar gemacht. Mir steht der Besitz zu, denn ich habe die 4 Metalle in seine Hände gelegt. Wenn seine Vergeltung beginnt, beginnt unser Werk. Mir steht das Land zu, denn ich habe ihn wissen lassen, in welcher Reihenfolge er sie in den Stamm treiben muss. Wenn sie ihre Wirkung tun, tun wir unser Werk. Mir gehören die Seelen. Von mir weiß er, wie viele Schläge er machen muss. Hat er sie gemacht, machen wir uns ans Werk. Jemand lauscht. Nur ein Kind. Ein Mensch. Einer von uns. Okay, ich kann... ich weiß nicht warum. Ich kann mir den mit dem Bauarbeiterhelm nicht anhören. Na, die Art, wie langsam er spricht und wie nah er am Mikrofon ist, kann ich nicht ab. Das ist... Fun Fact über mich. ASMR macht mich aggressiv. Ne, ASMR-Videos, die eigentlich dafür sorgen sollen, dass du dich entspannst, ne, und wohlfühlst, die machen mich aggressiv. Richtig aggressiv. Schrecklich aggressiv. Dementsprechend, der ist mir zu nah am Mikrofon und spricht mir zu langsam. Kann ich nicht haben. Überhaupt nicht. Glück gehabt, das scheint Freunde zu sein. Wir ignorieren die auch einfach. Komm zu uns, Jerry. Oh, wie sind die denn so schnell hierher gekommen? Jerry, hinter diesem Portal liegt eine andere Welt. Fremd für uns, doch zu Hause für dich. Dort musst du deinen ersten Zauber lernen. So will es unsere Tradition. Wie spannend! Dieses Mal noch werden wir das Portal für dich öffnen. Suche die uralte Kröte auf, die wir am Fuße des Portalbaumes gesehen haben. Sie ist alt. Ich habe in deinen Karten gesehen, dass sie einen Zauber für dich bereithalten wird. Wahrscheinlich. Aro, halt dich an deinen Text. Oh. Viel Glück, junger Schüler. Echt mal Aro hier. Na dann. Wieder zu Hause. Ich hatte schon Angst, dass ich sonst wo herauskomme. Alles ist plötzlich so klein und normal. Oh. Naja, fast normal. Ob diese Kröte wirklich schon immer hier gesessen hat? Wie oft bin ich auf den Steinen da schon rumgestiegen? Oh Mann. Die Wasserspiegelung rechts sieht seltsam aus. Der
recht. Er sagt... Die habe ich jetzt nicht mehr gesehen. So, versuchen wir mit der Kröte zu reden. Hallo. Warum schnarcht hier alles? Bitte Leute, schlaft leise. Der Gesang des Waldes. So ein schöner Klang. So friedlich. So. Sie schläft tief und fest. Und sie spricht im Schlaf. Wow, ist die riesig. Es fühlt sich an, als ob sich mein Kopf nicht entscheiden kann, ob sie hier ist oder nicht. Das muss an der Münze liegen. Seit ich durch sie hindurchgeschaut habe, hilft sie mir, die Kröte zu sehen. So. Der Specht. Er sagt... Der Specht sagt etwas. Okay, dann gehen wir mal zum Specht. Ah, danke. Ist alles beim Alten. Beruhigend. Außer, dass hier 1500 Zaroff-Poster hängen. Der große Zaroff. Erleben Sie den größten Illusionisten unserer Zeit. Das ist doch das gleiche Poster, das ich aus dem Reisekoffer mitgenommen habe. Wer das wohl hier aufgehängt hat? Äußerst seltsam. Der große Zaroff. Hellsichtiger Illusionist. Bald auch in Ihrer Nähe. Wann denn? Und wo? Komisch. Der Specht sagt, ich halte es nicht mehr aus, während er seinen Kopf gegen einen Baum klatscht. Hallo da oben. Hallo da oben. Hallo da oben. Ach so. Ich löffel dich. Das muss nicht gelöffelt werden. Okay. Nein. Der Specht spricht nicht mit mir. Ich meine, normalerweise sollte ein Specht nicht mit dir reden. Möchtest du ein Fass haben? Nein, das gehört nicht in mein Fässchen. Okay. Gehen wir mal erstmal nach hier rechts. Wie wär's damit? Tschüss, Specht. Ist hier noch ein anderer Specht? Hallo? Nee, hier ist das hier. Das ist aber uninteressant. Finde ich jetzt aber sehr unhöflich von dir, Specht, dass du nicht mit mir reden möchtest. Okay. Hier ist sonst nichts. Habe ich noch eine Möhre? Nee. Möchte eine Hagebude? Ey, Specht, möchtest du eine Hagebude haben? Der Specht macht einen ganz schönen Lärm da oben. Das klappt so nicht. Schreiben wir mal seine Witze auf. Ich sollte mich lieber mit Witzfreunden unterhalten. Ach komm, der Specht ist doch zum Lachen, zum Totschreien. Stock? Ach was, wirklich? Ist ja irre interessant. Offensichtlich spreche ich nicht, Specht. Was willst du mir sagen, du Vogel? Was denn? Warum guckst du so? Ich habe das dumme Gefühl, ich habe was Falsches gesagt. Naja, wenigstens ist es hier jetzt ruhiger. Okay. Und nun? Ein Kuckuck. Wie klingt er doch? Ein
ja, wo finden wir den Kuckuck? Der gibt einen guten Tisch für ein Picknick ab. Leider mief der Typ okay. Nicht mal ein Stück. Ist der Kuckuck hier? Spatz. Und noch irgendwas mit Spaffen. Entfernen wir uns gerade. Achso, hier höre ich noch was anderes. Kuckuck, wo bist du? Da ist die Stadt. Der. Früher soll es hier. Ich danke. Ich wollte nicht draufklicken. Es tut mir leid, Jerry. Es tut mir leid, dass ich da an dem Käfig gerüttelt habe. Ist der Kuckuck hier irgendwo? Vielleicht doch hier? Ein Kuckuck. Wie klingt er doch? Das Portal nach Mauswald hat sich geschlossen. Wer hätte gedacht, dass der alte Pfadbaum so etwas kann? Pfadbaum. Vielleicht wusste wirklich früher jemand von dem Portal. Sie... Die Eule, sie läuft mit... Sieht jemand den Specht? Den Specht sage ich schon, den Kuckuck. Grille in der Ferne. Vielleicht reden wir mal mit der Kröte, vielleicht funktioniert das. Hallo. Der Gesang des Waldes. So ein schöner Klang. So friedlich. So. Sie schläft tief und fest. Und sie spricht im Schlaf. Wow, ist die Es fühlt sich... Das... Ja, es liegt an der Münze, danke. Ich glaube, den hört man nur, aber sieht man nicht. Und dann? Achso, ich hab doch den Knack. Versuchen wir mal. Vielleicht spricht sie der Knackfrosch mehr an als meine Stimme. Das Rufen eines Freundes. Nein. Wohl nur ein Traum. Der Gesang des Über... So friedlich. So... Ach, red schneller, Kollege, bitte. Scheint, als hätte sie den Knackfrosch nicht ganz gehört. Wegen des... Gesang des Waldes. Die Stimmung hier im Wald ist aber auch echt beruhigend. Ein Kuckuck. Wie klingt er doch? Wie er klingt? Wie auf die Nerven gehen klingt er? In einem meiner Bücher stand, in der Nähe, aber dort... Ah! Ich will Kleinvögel eins mit dem Stock geben. Ich will dem Kuckuck eins mit dem Stock geben. Wo ist er? Muss ich hier nochmal mit dem Laternenpfahl? Apropos... Ich bin gerade null beruhigt. Muss ich anmerken. Das Gegenteil. Ich könnte gerade Baldrian-Tee gebrauchen. Reden wir mal mit dem Laternenfall. Das wäre auch eine gute Idee, ja. Ich glaube, ich gehe mal schlafen. Gute Nacht. Gute Nacht, Frey. Schlaf gut. Kann ich die Zeit hier ändern? Nee. Waren sie zu faul? Ich soll irgendwie den Kuckuck was machen hier. Noch ein Poster. Kann ich das Poster abreißen? Ein Stock bringt hier. Ein Stock bringt hier. Ein Stock Zaroff? Yep,
der gleiche Magier. Wie seltsam. Yep, der gleiche Magier. Wie seltsam. Ich weiß halt nicht, was ich tun soll. Also ich habe hier keinen neuen Interaktionspunkt. Machen wir mal das Radio an? Nichts. Scheint, als wäre gerade Sendepause. Hast du sowas wie Knallfrösche? Ich habe halt den Knackfrosch, aber dafür hat er sich nicht interessiert. Oder ich... Soll ich den einfach mal nutzen? Damit kann ich klar, dann nimmt er mich auf... Ich denke, du bist laut, was die Vögel verscheucht. Ja, ich habe halt nur den Knackfrosch, ne? Und die Vögel kann ich auch nicht auswählen. Die sind für mich kein Interaktionspunkt. Ich habe hier den Kreidebruch. Ich nehme den schweren roten Stein mit. Nochmal mache ich das nicht. Nachher werde ich noch zum Muskelprotz. Mit dem Stein kann ich nichts machen. Kreidebruch vielleicht nochmal was irgendwie. Krümelige Kreidesteine. Wenn ich nicht schon einen genommen hätte, würde ich jetzt zuschlagen. Ne, mit der Kröte kann ich nicht reden. Der alte Pfadbaum kann ich auch nichts machen. Ich sehe hier auch sonst nichts. Grille in der Ferne. Ich habe hier das schlüsselförmige Urteil, aber damit das bringt nichts. Kann ich ihm auch nirgendwo reinrammen. Knack, ich kann halt nochmal hier versuchen mit der Kröte. Das Rufen eines Hühners, ne, gesagt, wir töten alles so friedlich, so bla bla bla. Ein Kuckuck. Kannst du ihm einfach ein paar runterhauen? Klingt er doch. Ich bin besser. Würde er mir nicht so ins Ohr stöhnen, ne? Oh, schlafende Menschen. Schlafgeräusche. Nee, come on, please. Tu mir das nicht an, Spiel. Nein. Kannst du in ein Haus? Das kann ich versuchen, ne? Weil vorher durfte ich es zumindest nicht. Nee, ich habe keinen Reingefall. Drinnen warten nur meine Schulsachen darauf, gepackt zu werden. Das Abenteuer aber wartet hier draußen. Zumindest bis zum Mittagessen. Und um 3 läuft eine neue Folge. Ja. Hast du Post? Nee. Leer. Keine Comics, magische Botschaften oder pinke Briefe von nervigen Brieffreundinnen. Vielleicht kann ich noch eine Möhre mitnehmen. Nee, Möhre kann ich auch keine mehr mitnehmen. Seltsam. Anhand der Spuren lässt sich... Seid ich so... Mit den Erdbeeren kann ich gar nichts mehr machen. Ich kann nochmal die verwirrte Statue angucken. Ich frage mich, was der Zwerg alles zu erzählen hätte, wenn er sprechen könnte. Er hat sicher viel gesehen. In der Regentonne? Es klingt, als ob das Grillenzirpen aus der Tonne kommt. So ein Krach zur Mittagsstunde. Ha, unglaublich. Das haben wir gleich. So, jetzt ist Ruhe. Jetzt ist es schon fast wieder zu leise. Okay. Früher haben Spatzen in diesem Nest gewohnt. Vielleicht zieht ja nächsten Frühling wieder jemand hier ein. Habe ich irgendwie ein Ei, was ich da rein? Ich kann das da reinlegen. Das bringt nichts. Oder auch nicht. Die kann ich die hier miteinander kombinieren? Nee. Das bringt nichts. Ein Stockbrinkchen. Ist hier vielleicht was in meinem Geheimversteck noch? Ich habe mein geheimes Lager schon geplündert. Nö.
Schade. Kann ich meinen Briefkasten einen überhauen? Ein Stopp bringt hier nicht. Nein. So, da hätte ich noch mehr Hagebutten. Nur weil ich mit den Hagebutten nicht interagieren darf, anscheinend. Okay. Hagebutten sind doof. Hier ist Wäsche. Mama ist wohl schon zum Einkaufen gefahren. Ich frage mich, wie spät es gerade ist. Hauptsache, ich verpasse nicht das Essen. Klassiker. Radio, Karottenbeet, kann ich nichts machen. Ja gut, dann habe ich hier so ziemlich auf dem Monitor. Ich habe hier noch den Aufkleber. Aber ich würde schon fast behaupten wollen, dass ich damit nichts tun kann. Nein, den. Kann ich jetzt den Kuckuck vielleicht sehen? Weil anscheinend habe ich ja das Grillenzirpen entfernt. So, da ist Laterne, da ist Statue, Poster. Oh, wie oft ich mir hier schon einen Splitter gezogen habe. Diese kleinen Tierstatuen haben die Leute hier vor langer Zeit aufgestellt, damit sie Wanderern Glück bringen, sagt Mama. Vor ein paar Jahren waren es aber mehr, glaube ich. Hier ist die Waldkreuzung, da ist noch eine Statue. Du hast es dir aber bequem gemacht, Faulpelz. Okay. Die Eulenmauer, die führt bis zum großen Baum im Wald. Manchmal finde ich, die Statue sieht verfressen aus und manchmal ausgehungert. Woran das wohl liegen mag? Sie sieht so zufrieden aus. Vielleicht mit der Stadt noch irgendwas Neues? Die Stadt sieht aber schon wieder ganz schön grau. Als ich jung war, gab es... Nee, okay. Seit sie den Supermarkt nehmen... Nur noch okay, Sommerferien sind fast vorbei. Ich hätte halt die Poster. Die Eulenmauer. Bis zum großen Baum. Früher soll es hier wichtig. Heute. Ein Kuckuck. Wie klingt er doch? Tümpelmauer. Die Eulenmauer, sie läuft mitten. Ich weiß halt nicht, muss ich irgendwie. Das muss nicht gelöscht werden. Etimon. Das muss nicht. Das muss. Hoch oben. In das muss. Ja, jetzt die Frage, ne? Das bringt nichts. Das bringt. Ein Kuckuck. Das bringt nichts. Wie klingt er das doch? Das bringt nichts. Das bringt. Ja, Kuckuck und. Aber ich weiß. Hä? Ich habe keine Interaktionspunkte. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Das Portal nach. Fahrt viel. Ich werde dann auch mal schlafen gehen wie der Frosch. Gute Nacht, Lynku. Ich werde dann wohl noch ein bisschen weiter verzweifeln. Weil ich habe jetzt. Also, ich habe jetzt wirklich keine Ahnung. Die Sternkarte bringt mir nichts, weil es ist ja Tag. Ein Kuckuck. Die Kröte sagt mir auch nichts. Kann ich dich überpostern? Ich will keine Plakate. Ich will keine. Spatz. Baby Chucky oder Hallo Chucky. Was geht ab bei dir? Früher habe ich hier ab und zu nach Kaulquappen gefischt. Das Wasser sieht eigentlich ganz klar aus. Trotzdem riecht es hier ab und zu echt gruselig. Muss ich den Baum anquaken? Den Tümpel anquaken? Was soll ich tun? Nein, das gehört nicht in mein Fässchen. Nein. Nein. Ich hab hier Spatzen. Ich komme hier auch nicht wieder weg. Das ist ja das Problem.
Möchtest du Blausaftaufkleber haben hier? Den behalte ich. Bin gerade daheim gekommen bei daheim grillen mit den Ellies. Nice. Nein, den. Spatzen. Ja, Spatzen! Ja. Sag mir, wo der verfluchte Kuckuck ist! Kannst du das Poster nicht mitnehmen? Wirf Käse drauf! Was übersehe ich hier? Come on! Irgendwas Offensichtliches übersehe ich gerade. Hat er Hunger? Worte. Ich höre den Kuckuck. So, er geht mir ein bisschen aufs. Geht mir ein bisschen auf die Nerven. Soll ich am Laternenfall hier noch irgendwas machen? Irgendwie. Ich bin besser fort. Ich meine, ich habe die Grille durch Zufall gefunden. Das hätte ich jetzt nie erwartet. Aber ich habe so ziemlich alle Interaktionspunkte ja auch schon abgeklappert jetzt, ne? Oder ich habe irgendwas übersehen. Das kann natürlich auch gut sein. Ich darf nicht zu Hause rein. Warum, meine Schwester ist müde. Mach das weg. Ich versuch's ja. Kann ich die Wäsche irgendwie anhaken? Horido, joho. Angeln wir die Wäsche. Okay, die Haustür. Den haselnussischen Briefkasten. Was will das Spiel von mir? Habe ich Pfeffer? Ja. Soll ich ihm Pfeffer auf die Nase hauen, oder was? Ein Kuckuck. Wie klingt er doch? Nur eine kleine Prise. Oh nein. Oh Mann, jetzt habe ich ein Piepen im Ohr. Immerhin, das Niesen scheint die meisten Vögel in der Nachbarschaft vertrieben zu haben. Aber die Kröte schlummert immer noch tief und fest. Okay, darauf wäre ich nie gekommen. Nie und nimmer wäre ich drauf gekommen, weißen Pfeffer auf die Kröte zu benutzen. Hallo? Die Kröte scheint nur noch zu dösen. Muss ich ihn nochmal zum Niesen bringen? Können wir anknacken? Waldesruhe. Ich. Ein Menschenkind. Lass mich einen Augenblick länger der Welt lauschen. Nur ein paar Monate. Nur ein paar Jahre lauschen. Lauschen. Kröte, 2 Punkte. Red schneller, werd wach. Im Strom der Zeit.
Entschuldige, aber ich muss echt was sind Bollocks? Ja, man hätte drauf kommen können. Das wäre aber wirklich erst dann ich probiere alles aus, Ding gewesen, so in einer Stunde, in zwei. So, ich wollte nicht mehr weiter, einfach alles ausprobieren. Wir haben doch Zeit. Ja, aber ich hasse es, wenn jemand zu langsam redet. So. Wenn deine 20 Wörter oder weniger zum Erzählen länger als 3 Stunden brauchen, ist vorbei hier. Ui, ui, ui. Ich will kein Störenfried sein, aber... Wisse, dies alles gilt wenig im Strom der Zeit. Du könntest dich mal in irgendeinem Strom bewegen, du bist fett geworden, Kröte. Mein Name ist Jerry und ich bin ein mächtiger Zauberer. Woran erinnert mich das nur? Wir verkaufen auch diese tollen Lederjacken. Ja, da waren wir all die Jahre quasi Nachbarn und kennen uns gar nicht. Sie haben da etwas Kreide da am Auge. Sie haben da etwas Kreide da am Auge. Der Strom der Zeit hat es herangetragen und wird es fortspülen. So wie dich. Geh, Mensch. Geh. Lass mich dem Strom der Zeit lauschen. Ich glaube, der will sich gar nicht richtig unterhalten. Hat er gerade damit einfach eiskalt gesagt, er duscht sich nicht? Also ja, es wird mit der Zeit schon weggehen. Ganz viel. Ich denke, der Frosch ist der beste Freund des Entling. Die hat schon die Selbstgelegenheit, ist voll dope. Hallo. Ich bin ein mächtiger Zauberer. Mein Name ist Jerry und ich bin ein mächtiger Zauberer. Wisse, dies alles gilt wenig im Strom der Zeit. Ich strom dir gleich Zeit, ey. Der Strom der Zeit? Der Strom der Zeit. Der Strom der Zeit? Wenn du lernst zu verharren, zu warten und zu lauschen, dann spürst du, wie er dich umfließt. Der Fels. Ich kann ihn flüstern hören. Okay, du kannst Steine hören. Ich kann Gras beim Wachsen zusehen, aber es macht mich jetzt auch nicht interessanter. Zeit. Ich glaube, er hat etwas mit Zeit gesagt. Ich bin mir aber unsicher. Hat er schon Zeit gesagt? Stromzeit. Ha, Uhren laufen mit Strom. Wir haben es verstanden. Mach hin, Junge. Wir haben keine Zeit. Tick-Tack. Es gibt heute wieder Kuchen. Ne? Wenn du weiter meine Kuchenzeit verschwendest, dann gibt's sie aber... Wie heißen sie eigentlich? Das Flüstern der Felsen. Kennen Sie zufällig Plato, den Frosch? Flüstern der Felsen? Der Fels. Er hört. Lernst du zuzuhören und zu lauschen, wie du mir gelauscht, kann er preisgeben, was der Strom der Zeit an ihm vorbeigetragen hat. Tritt näher. Auf dass du erfährst, wie du der Felsenstimmen vernehmen kannst. Seine aus mir hat geheult, aber niemals nicht gewahr. Hört auf mit dem ASMR-Scheiß, Leute, bitte! Bitte alle einen Schritt vom Mikrofon entfernt sein. Holy moly, hört es auf, in den Mund zu nehmen. Jesus Maria Christus, es gibt kaum... Oh! Oh! So viel ASMR in einem Spiel. Ich will nichts davon, danke.
Echo. Der Fels, ich hätte den Strom der Zeit erwartet. Der Fels, seit ich wieder den Kopf bekam, kann ich ihn hören. Eieieiei. Ah, fuck, ASMR, ey. Du hast den Zauber gelernt. Um ihn zu benutzen, öffne das Inventar und klicke auf den Zauberfels, flüstern auf den Zauberstab. Die Stimmen des Waldes. Sie klingen trauriger. Seit meinem letzten Erwachen. Vielleicht ist dies mein letztes Erwachen, bevor ich eins werde mit dem Strom der Zeit. Kannst du schneller sterben? Die Welt verändert sich. Die Welt flüstert mir von deinem Schicksal. Der Pfad, den du eingeschlagen hast, wird dich das Grauen lehren. Hüte dich. Hüte dich. Doch hält er auch Freude, wenn du das findest, von dem du noch nicht einmal ahnst, dass du es verloren hast. Lass mich einen Augenblick länger der Welt lauschen. Nur ein paar Jahre lauschen. Dem Strom der Zeit. Ja, ich hab's verstanden. Du machst mich wütend, Junge. Sie ist eingeschlafen. Das Grauen? Und etwas finde, von dem ich nicht einmal ahne, dass ich es verloren habe? Ob Mama schon vom Einkaufen zurück ist? Es fühlt sich schon so lange an, seit ich sie gesehen habe. Nur Mut, Jeremias Haselnuss. Zauberer müssen stark sein. Die Konversation hat definitiv länger gedauert als das Rätseln. Holy moly. Jerry, du hast es geschafft. Du hast gelernt, das Flüstern der Felsen und Steine zu hören. Damit kannst du jeden Fels, dem ein Gesicht gegeben ist, belauschen. Ein exzellenter erster Zauber. Probier ihn gleich einmal an dieser Kristallstatue aus. Der Zauber ruht auf deinem Zauberstab. Nimm ihn auf und richte ihn auf die Statue. Okay, gut, danke. Er redet nochmal so langsam. Dann gibt's aber hier Ende. Dann ist Ende. Dann wird das Projekt beendet. Sofort. Ja. Der Strom der Zeit wird euch umfließen, denn der Strom der Zeit ist überall. Der Strom der Zeit weiß alles, denn der Strom der Zeit sieht alles. Denn es ist der Strom der Zeit. Strom der Zeit! Strom der Zeit! Eieiei. Vor allem, die Konversation erschreckend inhaltslos, wenn man sie mit der Länge vergleicht. Ja. Der Zauber ruht auf deinem Zauber. Alles gut, Marquis. Entschuldigung. Und richte ihn auf die Statue. Jerry hat es in zwei Sätzen zusammengefasst, innerhalb von 10 Sekunden. Felsflüstern, genau. Kann der aufhören mit dem ASMR? Wirklich? Jerry? Eben jemand meinen Namen gerufen? Es beginnt. Der erste Nagel ist eingeschlagen. Was bedeutet das? Ich werde dir alles erklären. Ich muss mich mit dem Magier von Mauswald besprechen. Du weißt, wo du uns findest. Oder kontaktiere mich über den Ratersuch, wenn du meine Hilfe brauchst. Suche den Zugang zum nächsten Portalbaum. Dort wirst du deinen nächsten Zauber lernen.
Doch den nächsten Portalbaum wirst du ohne meine Hilfe öffnen müssen. Suche nach den magischen Kreaturen, die in Mauswald leben. Eine hast du bereits kennengelernt. Einen kleinen Mann in Grün. Deine Karten verraten mir, dass du von ihm einen weiteren Zauber lernen wirst. Doch dazu musst du ihn bitten, das Portal in seine Heimat für dich zu öffnen. Denn nur dort kann er dich seinen Zauber lehren. Der mag mich aber nicht. Kleiner Mann in Grün. Oh nein, der ist bestimmt immer noch sauer auf mich. Jo, aber es war jetzt mit dem ASMR war wirklich ein bisschen viel für mich. Ich werde noch nicht aufhören zu streamen. Ich habe noch ein bisschen Bock zu streamen, aber wir werden das Spiel wechseln. Das bedeutet, der Nagel ist in der Wand. Der Nagel wurde mit der Hand reingeschlagen. Das finde ich ein bisschen... Oh. Es hätte noch mehr Bonuspunkte gegeben, hätte er den einfach aus dem Mund rausgespuckt. Aber schon bad so. Wir haben ein bisschen was geschafft, würde ich sogar behaupten wollen. Aber wir wechseln trotz alledem einmal das Spiel. Zu was? Ich würde jetzt noch so eine Stunde Minecraft spielen. Ne, weil ich da gerade ein bisschen Bock drauf hab. Und genau. Dann werden wir beim nächsten Mal weitermachen. Ich meine, wir haben noch eine Menge offen. Eine Menge offen. Alles, was hier nicht gelb ist, müssen wir noch erledigen. Ne, wir können auch einige Rätsel dann schon mal anfangen abzugeben. Beim nächsten Mal. Na, wir haben jetzt einen Großteil, uns fehlen nur noch die Beeren für den Kuchen und aufgrund des Tag-Nacht-Zaubers können wir ich und Schmer eröffnet. Gut. Ich speichere nochmal den letzten Spielstand zu. So, zack. Gute Nacht, Beltlord. Danke, dass du vorbeigeschaut hast. So, und dann hier einmal Schruck.